André, guten Abend. Herzlich willkommen. Ich habe mich unwahrscheinlich gefreut, dass du zugesagt hast, unserem Na sowas Talk, und habe dann eigentlich auch ein bisschen so Bedenken gehabt. Menschenskinder, das ist einer, den jeder kennt, von dem viel geredet wird, viel geschrieben wird, von dem man auch in den letzten Tagen und in den letzten Jahren immer wieder gehört hat, in den letzten Tagen wegen Berlin, in den letzten Jahren wegen vielen Aktionen, Feuerwerk und so weiter. Und man überlegt immer, Mensch, ist das jetzt ein großer Künstler oder veralbert er die Leute? Das heißt, dass es Aktionen gibt, wo man sagt, also gut, Feuerwerk anzuzünden, dann pilgern Tausende hin, Feuerwerk hat es immer gegeben. Wenn der das macht, wird ein Kunstwerk draus. Gibt es etwas, was der André Heller schafft, Dingen ein Leben einzuhauchen, was andere nicht können? Also, du hast nicht gesehen, das Feuerwerk, wie ich höre aus dieser Schilderung. Das war natürlich ganz anders, war eben nicht nur ein Feuerwerk, sondern es war ein Theaterstück für Feuerwerk und man hat richtig eine Geschichte damit erzählt. Aber im Prinzip gibt es sehr viele Dinge auf der Welt, die man nehmen muss, die vergessen sind, die wunderbar sind, die Menschen verzaubern können, die Menschen klüger machen können, die Menschen auf etwas aufmerksam machen können, die früher einmal Kunst genannt wurden und als Kunst erkannt wurden und die wir einfach in unserer Zeit schmählich irgendwo vergessen haben. Und manchmal gibt es Sachen, die ich wiederentdecke, und manchmal gibt es Sachen, die mir einfallen, wie man etwas kombinieren könnte. Manchmal gibt es auch Originalerfindungen. Aber es ist schon so, dass ich in der Vergangenheit manchmal nach Dingen suche, die heute noch gültig sein könnten, die andere vergessen haben. Und das ist ernst. Also es ist nicht der Versuch, sagen wir mal, ein Beuys, da gibt es keine Vergleiche, aber wo man einfach sagt, das ist ein Stück Butter und das wird zur Kunst erklärt. Also muss ich gleich auch den Beuys in Schutz nehmen, so ist das ja auch nicht beim Beuys. Es ist oft so, dass Menschen etwas, was sie nicht auf Anhieb verstehen oder was ihnen nicht auf Anhieb vertraut vorkommt, ablehnen und sagen, das ist Charlatanerie. Es gibt für manche Dinge in unserer Zeit keine Tradition, aber das heißt nicht, dass sie deswegen nicht Kunst sind oder nicht schlecht. So wie du sagst, so reagiert auch oft der Feuilleton-Kameradschaftsbund, also die Kritiker, die sagen, was wir nicht erlaubt haben, das darf es nicht geben. Feuertheater, das gibt es seit 200 Jahren nicht, also kann es nicht gut sein oder so. Du springst ja eigentlich ganz gerne bewusst. Du sagst nicht, ich bin Maler, ich bin Poet, sondern es sind immer wieder verschiedene Geschichten. Und wenn du einen Erfolg hattest, ruhst du dich nicht drauf aus und sagst, ich mache jetzt für mein Leben Roncalli, sondern gibst einen Erfolg auch mal bewusst dran, um was Neues zu machen. Ist das also bewusstes Risiko? Ich bin vom Beruf eigentlich Schüler. Ich lerne gern und ich glaube, dass ich nicht meine Zeit damit verschwenden darf, Abziehbilder von meinen Erfolgen zu machen oder auch mich bei Misserfolgen lang aufzuhalten. Man hört ja immer nur von dem, was gut geht, aber ich spüre in meinem Magen sehr genau auch das, was nicht gut gegangen ist. Ich bin unglaublich neugierig und ich versuche, mich lernend zu verwandeln, auf was Neues draufzukommen. Und für mich ist das ein ganz unvorstellbarer Gedanke, ein Leben lang nur zu malen. Ich achte das sehr. Oder nur zu schreiben oder nur zu bildhauern. Ich bin jemand, der sich gern verwandelt. Bist du auch im Grunde des Herzens ein fröhlicher Mensch? Weil ich so manchmal den Eindruck habe, der André Heller, der trägt die Last der gesamten Welt auf seinen Schultern. Du hast doch Flick Flack gesehen. Das ist doch was ganz Euphorisches. Meine Platten, die sind oft melancholisch. Ja. Und meine Platten haben oft sozusagen die traurige Seite von mir. Aber das sind diese Themen, die oft zu Lieder werden, sind die, wenn ich verzweifelt bin, wenn irgendeine Liebesgeschichte nicht so endet, wie ich sie mir vorstelle, oder nicht so beginnt, wie ich es mir vorstelle. Oh, Platten, ich erinnere mich, als ich so also noch ab und zu Zugang in Kemenaten bekam von irgendwelchen Mädchen, dann habe ich immer in die Plattenläden so schnell geguckt, was die im Plattenregal hatten. Muss ja ewig lang her sein, Herrgott. Nein, das ist ewig her, klar. 100, 200. Aber ich meine, so, wenn ich dann immer sah, Leonard Cohen und André Heller, habe ich gedacht, oh Junge, das wird schwierig. Es gibt so eine gewisse Mentalität von Frauen, die unwahrscheinlich dieses, ich will mal sagen, etwas Traurige, dieses etwas fast morbide, ungeheuer Lieben, was deinen Liedern manchmal anhaftet. Ist das speziell auf Frauen auch geschrieben? Weil es gibt eigentlich wenig Männer, die sagen, ach komm, der jammert das. Aber die Frauen sagen, Mensch, das verstehst du alles als Mann gar nicht. Hast du den Eindruck, also ich glaube, dass die Männer das sehr genau verstehen, dass es nur keine Tradition gibt, dass die Männer das zugeben dürfen. Ja. Die Männer müssen bei uns die Tapferen, die Unbesiegbaren, die Starken sein. Und die haben große Sehnsucht nach ihrer Servus, der Rauch von der vorigen Nummer. Ja. Ich als Feuerwerker den Rauch sofort zu vernichten. Ich glaube, dass die Männer große Sehnsucht haben nach diesen Stimmungen, die wir oberflächlich melancholisch nennen oder Heimweh nach sich selber haben. Also nicht nur Wiener Männer, auch so wie... Ich glaube, dass du gern manchmal zugeben würdest, traurig zu sein, wirst du ja wohl auch tun, wenigstens zu Hause. Doch, das stimmt, ja. Eben.
Und das hat sich verändert. Am Anfang ist richtig, haben meine Platten vor allem Frauen gekauft und auch in den Konzerten waren vor allem Frauen. Aber dann hat sich's umgeschichtet. Wir haben jetzt eine junge Generation, die unterscheidet nicht mehr so in männliche Gefühle und weibliche Gefühle, sondern eher in Ehrlichkeit und Unehrlichkeit. Und die grüße ich und liebe ich und sehe sie als Verbündete. Du hast Ihnen auch wieder etwas präsentiert jetzt, ein Blumenbeet. Eine Idee. Ja, vielleicht hat es auch noch mal in der Barockzeit gegeben. Vielleicht können wir uns das mal anschauen. Würde ich sagen, ja. In Berlin gibt es jetzt eine schöne Bundesgartenschau. Da haben die für 200 Millionen Mark Landschaft angelegt. Das ist nicht die Bundesgartenschau, das bin ich, der sich bemüht, einen Heißluftballon aufzuziehen. Und ich habe dort aus 40.000 Pflanzen ein Bild gemacht, das eine Geschichte erzählt. Das Bild heißt Misstraue der Idylle, das kann man auch lesen. Und wenn man auf einen Turm draufsteigt, der 8 Meter hoch ist, sieht man von oben dieses Gemälde, jetzt sieht man es. Es ist ein Labyrinth, aus diesem Labyrinth hebt sich der Kopf der Fantasie und der hat als Zunge eine Schlange, das ist die Schlange der Erkenntnis. Und wo die auf die Wirklichkeit trifft, dort steht ein toter Baum. Und das ist meines Wissens der einzige tote Baum, der auf dieser riesigen Bundesgartenschau steht. Und ich glaube, wenn wir solche Ausstellungen machen und wenn wir sie lieben, zu Recht, die Natur, dann müssen wir auch wissen, dass sie gefährdet ist, dass sie von unserer Dummheit, unserer Ignoranz, unserer Verantwortungslosigkeit gefährdet ist und dass es eine Idylle ist, der wir misstrauen müssen. Und wir müssen was unternehmen, damit es solche Gärten in 20 Jahren überhaupt noch geben kann, damit es diese Blumen noch gibt. Und wir dürfen da nicht unsere Augen verschließen. Bist du ein Mensch, der trotzdem er weiß, dass wir dabei sind, unsere Umwelt zu vernichten, Hoffnung hat? Ich bin ein ganz optimistischer Mensch, also da ganz und gar nicht melancholisch. Ich glaube, wenn wir uns mit Kreativität wehren, dann werden wir diesen Stern, der uns ja bekanntlich von den Künftigen nur geliehen ist, am Leben halten können. Und zwar in Würde am Leben halten. Das ist jetzt dieser tote Baum. Und es ist auch deine Aufgabe, mit dem, was du machst, da mitzuarbeiten. Gibt es jetzt schon wieder Projekte für die Zukunft nach diesem Das Weg? Ist jetzt der Beginn einer langen Auseinandersetzung mit gärtnerischer Tätigkeit. Ich habe vorher den Beruf des Feuerwerkers gelernt. Jetzt möchte ich gern lernen, ein Gärtner zu werden. Ich möchte gern meinen Körper ein bisschen daran gewöhnen, dass er sich mit der Natur auseinandersetzt, nicht mehr so ein hysterisches Nachtleben bei verdunkelten Fenstern, sondern... Feuerwerk ist eine Sache der Sekunden, was schnell abgebrannt ist, dagegen hat man ja mit solchen Sachen länger, aber stell dir vor, du hättest dich verschrieben, bist traurig mit einem S, das wäre ja nie wieder gut zu machen. Da waren schon einige Oberlehrer, die aufgepasst haben. Das glaube ich. Es ist so, dass ich als nächstes in Berlin gern anlegen möchte, einen riesigen Park, ein Labyrinth, so eine Art Lazarett, wo die Menschen der Großstadt hinfliehen können, und ein bisschen über sich nachdenken, ein bisschen auszittern. Und ich glaube, dass die großen Städte solche Behauptungen der Fantasie brauchen und dass wir überall auf der Welt in den großen Städten Depots der Schönheit anlegen müssen, wo Menschen die Chance haben, sich herauszunehmen aus dieser Hässlichkeit, aus dieser Beleidigung, die die Städte größtenteils für uns sind, diese laute Plastik. Also noch viele Aufgaben für dich, zu denen ich dir viel Glück wünsche. Ich bedanke mich, dass du da warst. André Heller. Euch.